Hallo zusammen und ihr seht schon, es geht weiter mit Clash of Clans. Jetzt gucken wir mal, ich nehme euch diesmal von Anfang an mit, damit ihr seht, ob wir Pokale gut gemacht haben oder nicht. Ich bin schon gespannt. Ich habe auch wieder ein bisschen was ge... Oh. Okay, aber Pokale scheinen wir trotzdem gut gemacht zu sein, auch wenn alles niedergemäht ist. Erstmal hier das alles einsammeln und warten, bis wir fertig sind. So. Hat sich einiges getan, gell? Also, Clanburg habe ich fertig gemacht. Ich bin auch in meinem eigenen Clan eingetreten. Da können wir mal reinschauen. Im Clan bin einmal ich mit meinem Hier-Spiel und ich mit meinem Mobile-Spiel. Wer möchte, kann reinkommen. Ich kann aber nur sagen, ich bin nicht tagtäglich aktiv im Clan, aber ich bin immer mal da. Wir müssen da auch jetzt mal dringend Geld ausgeben. Unser Upgrade kostet 150, das heißt, wir müssen dringend mal unsere Lager vergrößern. Erstmal die Fallen alle reparieren. Das ist dann doch ein bisschen wichtiger. Aber jetzt machen wir mal, was kosten 20.000 die beiden Türen? Oh, der kostet schon 80.000. Wir gehen einfach mal durch, was ich aufgelevelt habe. Also der Turm ist mittlerweile Level 4, Kanone ist Level 4, Kanone ist Level 4, Minenwerfer Level 1. Und das heißt, der geht als erstes 12 Stunden ins Upgrade. So, dann können wir wahrscheinlich auch das restliche Gold einsammeln. Wir müssen mal dringend ein bisschen ausgeben. Den müsste ich upgraden. Das heißt, wir sammeln auch hier ein und wir graden hier ab, dass wir da drinnen dann auch die nächsten Einheiten upgraden können. So, dann sammeln wir das hier auch mal alles ein. So, jetzt läuft mein Upgrade. Jetzt können wir uns ans Zocken machen, wobei echt schlecht. Ich bin wieder hier recht voll. Das heißt, alles, was wir uns jetzt erzocken, ist nicht mehr da. Gucken wir erstmal, was für eine Belohnung. Die Clanburg wurde aufgebaut. Belohnung einfordern, die nehmen wir doch gerne. Clanburg. Also, jeder hat bei sich im Gebiet so eine kaputte... Oh. Tja, jetzt bräuchten wir einen Arbeiter. Eine Juwelenkiste, sehr schön. Die Dinge erscheinen immer irgendwo mal. Die immer abbauen, nicht stehen lassen. Ist immer irgendwas drinne für einen. So, Clanburg hat jeder so ein kaputtes Ding bei sich im Gebäude stehen. Auch die kann man ganz normal mit umziehen. Und es macht, wenn man da auch Einheiten drin hat, die dann auch Sinn, mitten im geschützten Gebiet sich zu stellen. Kostet 40.000 Aufbau und dann kann man einen eigenen Clan erstellen oder in einen Clan mit eintreten. Also wie gesagt, wer hier rein möchte in unseren Mr. Angezockt Clan, kann gerne mit reinkommen. Ihr könnt da gerne ein bisschen auch Leute sammeln, dass wir hier mal eine kleine Community auch aufbauen. Wobei, ich kann nicht jedem immer Truppen schenken und ich kann nicht jedem tagtäglich jede Frage sofort beantworten. Also ich schaue da eher mal seltene rein. Wobei jetzt gerade, wenn ich hier mit meinem Handy, das ist ja quasi der Clan-Anführer, da bin ich dann doch schon öfters aktiv und kann öfters mal was schreiben. Also hier jederzeit gerne rein. Ich habe ihn aktuell auf offen für alle stehen. Clan suchen, Mr. Angezockt. Mal jetzt Schluss mit der Eigenwerbung. Wir gucken uns an, habe ich schon gesagt, was Clan überhaupt bringt. Natürlich können wir, das machen wir doch einfach mal, Truppen anfordern. Bitte, lieber anderer Mr. Angezockt, gib mir, schreib mal, wenn schon richtig, Truppen. So, das schreibe ich jetzt quasi mir, wobei das jetzt halt dem ganzen Clan-Chat gesendet wird und jeder jetzt hier Truppen hinterlassen kann. Hier habe ich als Mr. Angezockt, also mein Handy quasi auch gefragt und jetzt kann ich hier überlassen tippen und kann einfach ein paar Einheiten reinstellen. Die Einheiten helfen dann,
bei Angriffen aus oder kann man, also in der Verteidigung aus, oder man kann sie auch wirklich mal mit in Angriff nehmen. So. Auch hier müsste ich mal upgraden. Ah, wir hätten sogar noch Platz. Dann geben wir doch noch mal. Da habe ich wohl abgegradet. Auch die beiden Kasernen und wie heißen sie denn? Truppenplätze, Armeelager heißen sie. Habe ich ausgebaut. Wir bilden mal aus. Ich muss mal gucken, was haben wir denn? Ich glaube, wir haben viel zu wenig von denen und viel zu wenig von denen. Hier und hier waren jeweils noch 20 Platz. Das heißt, wir. Oh, wir haben auch noch eine dritte. Dann gibt es nochmal 15 Bersis und 5 Goblins nehmen wir auch nochmal mit. Da, die lassen wir doch schnell bauen. Und dann würde ich sagen. Ach ne, wir gehen jetzt hier direkt gemeinsam in Angriff. Da ist ja schon einiges da. So. Hier wird die Kanone poliert, das ist gut. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Natürlich habe ich auch die Goldlager. Also hier die Mine habe ich jetzt schon mal auf Level 8 hochgebracht. Die anderen noch nicht. Also immer so vereinzelt. Hier hängen wir bei Level 7. Hier hängen wir bei Level 3. Hier hängen wir bei Level 5. Also ich muss ehrlich gestehen, hier ins am PC gehe ich nicht so regelmäßig rein. Ach ja, und die Mauern habe ich umgebaut und alles ein bisschen hier umgebaut, gell? Das hatte ich euch letztes Mal schon gesagt. Einfach hier rauf gehen und dann kann man alles abbauen und sich neu aufstellen, wie man das denn möchte. So, ich gehe mal in die Angriffsrunde. Goblins wollen wir gerade nicht. Wir gehen. Mein Schild ist aktiv, das ist mir jetzt gerade mal egal. Ein Minenwerfer, er hat 9000. Er hat seine Gebäude verteilt. Das hindert uns einfach nur daran, ein paar Kronen. Da ich nichts brauche, also das ist so ein grenzwertiges Schloss, muss ich ehrlich sagen. Das machen wir jetzt nicht. Dafür hat er zu wenig drin, aber das. Wenn ich meine Minen nicht voll, mein Gold nicht voll wäre, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Gucken wir mal hier. Er hat schon mal die Clanburg aktiv. Bogenschützentürme. Minen hat auch nicht allzu viel drin. Ist mit dem Suchen, lasst euch ruhig Zeit. Sucht den Gegner, den ihr. Ja, hier hat er. Also hier hat er. Er hat extrem sein Rathaus geschützt. Da sage ich jedem. Brauchen wir nicht. Das Rathaus so zu schützen, brauchen wir nicht. Die Ressourcen, man kann sie sogar hier reinstellen. Aber die Ressourcen sind wichtiger, wie das Rathaus. Aber auch, nee, den nehmen wir nicht. Der hat gar nichts in seinem Ding drin. Darum, der lohnt sich nicht. Okay, der hat viel Geld liegen, wo ist seine Verteidigung da. Den greifen wir auf jeden Fall an. Es ist nur die Frage, ich neige dazu, hier anzugreifen, von oben ihn platt zu machen. Ich habe viel zu wenig Bogenschützen bei. Und lass gleich die Goblins von. Ey, nicht da angreifen. Lass gleich hier mal die Goblins raus, dass die uns ein bisschen. Warum greift ihr da hinten an? Warum greift ihr die dicke Mauer an? Okay, das wird eine ganz, ganz bittere Niederlage, aber unsere Goblins plündern in der Zeit hinten schön seine Ressourcen. Mauernmeister. Okay, ganz, ganz schlechter Fight. Uiuiuiui. Wobei unsere Ressourcen sind voll und die Goblins machen sich da hinten. Die Minen sind fast nicht geschützt. Da kommt der Minenwerfer nicht hin, da kommt der Bogenturm nicht hin. Hätte ich das.
direkt beim gleich kapiert, hätte ich alles hier unten angegriffen. Also auch hier ist wieder das Rathaus übertrieben gut geschützt. Und der Rest, also ich nehme ihm jetzt mal seine Ressourcen ab, auch wenn sie bei mir nirgendwo... Wir haben verloren, wir haben 10.000 Gold, also das hat sich für uns gar nicht gerechnet, der Kampf, weil ja unser Goldlager eh voll ist. Schlecht. So. Dann müssen wir hier nochmal rein. Holen nochmal 15 Goblins. 1, 2 Riesen, die sind einfach toll, um Schaden abzufangen. Und ein paar mehr Bogenschützen. So. So. Ich habe gedacht, wir haben unser Goldlager aufgebaut. Was habe ich denn als zweites? Oh. Mann, was ist denn heute los? Was habe ich als zweites abgequadet? Ach, der Minenwerfer. Vielleicht ungünstig. Und Goldlager wäre sinnvoller gewesen aufzuleveln, weil wir ja da jetzt schon eh maximal sind. Und ich brauche ja, um das Rathaus aufzuleveln, 150.000. Wenn man irgendwas abbrechen will, dann kostet das die Hälfte der investierten Gems, also der investierten Gold oder Elixier. Oh, noch ein Dings haben wir gekriegt. 1 von 2. Verbessert die Clanburg auf Level... Ach nee, das ist es nicht. Das haben wir gekriegt. Zerstöre Mauern im Mehrspielerkampf. Hurra. So, gucken wir mal weiter. Ich gucke gerade, was wir schon hier fertig haben. Aha. Ich hätte gern ein paar mehr Bogenschützen. So, hier gehen wir mal rein. Okay. Das müsste ich auch mal upgraden. Okay, hier haben wir die alle aktiv. Darum rede ich noch etwas sinnlos her. Hier wird die Moorrübe gegrillt. Das finde ich immer wieder schön anzusehen. Und ich habe hier mal wieder was verschoben. Meine Fallen sind alle aktiv. Ja, dann suchen wir uns einfach mal schon das nächste Ziel raus. Wir haben jetzt hier ja ein paar Berserker und halt recht wenig Bogenschützen. So würde ich eher nicht in Kampf gehen. Aber ich will gerade nicht abbrechen. Okay, hier können wir mal sehen, er hat gerade einen Boost auf seine Ressourcen. Du kannst mit Gems Boosts drauf machen, finde ich. Er hat seinen Minenwerfer hier. Okay, er hat sogar schon einen Mage Tower, aber er hat natürlich auch verdammt viel drin. Aber hier werden wir keine Chance haben. Also gerade mit der wenig Armee, die wir jetzt hier dabei haben. Aber macht nichts, wir können auch mal verlieren. So, schön verteilt gehen, dann dauert zwar der Mauerdurchbruch länger. Sobald wir die Mauern offen haben, lasse ich die Goblins los, dass die sich auf die Ressourcen stürmen. Das ist halt jetzt scheiße, wenn die alle genauso zusammenstehen. Die sollen sich ein bisschen mehr verteilen. Also der eine Minenwerfertreffer hat alles kaputt gemacht. Aber wir sehen, wir sind jetzt eh schon voll. Ich traue mich ja fast gar nicht den Kampf. Aber wobei, wir haben hier den jetzt schon bestimmt 20.000 Dings genommen. 26.000. Das hat sich mehr als gerechnet. Hätte ich jetzt vernünftig viel Armeen dabei gehabt, dann hätten wir sehr viel von ihm nehmen können. Also wir haben ja schon 26.000. Wir haben leider das jetzt alles verschwendet, aber wenn man mal guckt, was wir ausgegeben haben. Hier kostet einer 25, mittlerweile upgrade, glaube ich, 40. Das heißt, hier haben wir 800, hier, das sind vielleicht nochmal 200, 300. Also wenn wir jetzt 1.500 Elixier ausgegeben haben, war das viel. Und wir haben 26.000 dafür gekriegt. Also darum hat sich gelohnt. Wir gehen nach Hause, lassen hier weiter bauen und beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, werde ich auf jeden Fall die Lager hier abgegradet haben, alle, dass wir bis 200.000 lagern können, dass wir dann auch wirklich unser Rathaus upgraden können und ich werde
nächstes Mal mich wahrscheinlich, oder ich mache vielleicht zwei Folgen nächstes Mal ab nächstes Mal draus, dass wir einmal immer was bauen wir und einmal einen nur kämpfen. Das könnte man machen, dass ich so eine Mischung aus beidem mache. Aber das werden wir uns beim nächsten Mal einfach angucken. Das war's für heute mit Clash of Clans. Wer will, einfach in den Clan mit eintreten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich nochmal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.